Und damit herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Part. Und zwar nehmen wir dieses Mal Azazel. Mit Samsung haben wir jetzt das Herz freigeschalten. Und jetzt nehmen wir Azazel. Und wenn ich jetzt gleich sterbe, bin ich am Arsch. Boah, gleich ein Goldraum, nice. Ich bin immer noch im letzten Run. Im Goldraum Spider Baby. Wenn ich getroffen werde, spawnen. Spinne, was nicht so nice ist. Ist es Spider Revenge? Ja. Okay. Ah, das Ankh. In so einem. Wie das war? Ich hab das Ankh gekriegt. In einem was für einem Raum? In so einem Raum, wo man normalerweise nicht reinkommt, wenn man nicht fliegen kann. Hab ich ein unverschämtes Glück, Alter. Und dann. Ja, machen wir gleich mit dem ersten Kampf. Femini. Und Femini ist tot und wir haben den Ball of Bandages gekriegt. Und ich hätte mal gerne mal ein paar mehr Pferdegegner als normale Gegner. Weil dann könnten wir auch mal den Cube of Meat oder halt den Bandage Ball komplett kriegen. Das wäre ein sehr großes Anliegen von mir, weil der ist echt toll, ne? Und ich hatte es halt noch nie voll und ich würde es gerne mal voll sehen. Voll. Freddy, wann warst du das letzte Mal voll? Bei der Party, wir waren am 19. 19. war Leonie, oder? Ja. Gut. Ich war gerade schon verwirrt. Eine Woche vorher war ich auch voll. Oh, fuck, ich habe mir selber Schaden gemacht. Fick dich an. Fischi. Fick dich. Ich bin gerade in eine Explosion reingelaufen. Ich dachte so, ich sterbe. Und da ist mir aufgefallen, oh, ich habe ja Pyromanic Mind. Ach, fuck, da ist. Oh, ich hab keine Bombe mehr. Okay, schade. Guck mal, Trollbomben. Danke. Ach, Trollbombs. Danke, Boah. Basement 2, wir sind bei 1 Minute 52. Boah, ich würde mal sagen, wir sind relativ schnell unterwegs. Maybe den Boss Rush. Oh, fuck. Ich hab erst mit 3 Charakteren den Boss Rush gemacht. Ich habe bisher im Let's Play mit noch keinem Charakter den Boss Rush gemacht. Wieso finde ich denn hier überall blaue Steine, Alter? Ich bräuchte mal einen blauen Schlüssel. Noch ein blauer Stein, willst du mich verarschen? Und noch die Tornaden, nehmen wir einfach mal mit. Wieso jetzt beim Boss? Noch eine Bombe. Die legen wir da drauf. Ha, ja. Noch ein blaues Herz, also ein Seelenherz. Hab die Karte versehentlich wieder ausgeblendet. Scheiße, ich hätte kostenlos eben in den Schadensraum gehen können. Habe ich verpennt. Ich bin gerade echt ein bisschen unkonzentriert. Dann machen wir gleich mal den nächsten Gegner. Es ist Monstro 1. Ein Schadensupgrade wäre super. Gekillt. Mom's Underwear, Range Up. Und ein Devil Deal. Und zwar Half Babylon, was wir nicht mitnehmen. Womit die hier... Stampfer von Satans Bein sind übrigens das Explosion. Du hast instant gewonnen. Super. Dein Ernst? Die Stampfer von Satans Bein. Ich denke sowieso, krieg ich keinen Schaden und dann. Ja. Ja. GG Easy, würde ich sagen. Ja, ist ja ein Insta-Win dann, Alter. Oh, noch ein blaues Herz, komm schon, gib mir einen scheiß Schlüssel, bitte. Nur einen verwichsten Schlüssel. Wow. Nur einen verwichsten Schlüssel. Ja! Ja, ich hab Schlüssel. Ich glaube, Suicide Bomber ist eine der schwersten Challenges, die es gibt. Was? Suicide? Suicide Bomber. Ach, Suicide, nee, Suicide King meinst King. Du? Ja. Ich glaube, die ist gar nicht so schwer. Da hat man doch auch diese Unverwundbarkeit gegen Bomben, oder nicht? Oh, den Magnet, nice. Ich glaube nicht. Was heißt der Suicide King und? Keine Ahnung. Nur Bomben ist übrigens ein bisschen doof. Nein, den Magnet ist ein bisschen doof für mich, weil ich Azazel spiele. Und mit dem brauche ich keinen Bomben. Kein Magneten. Ich bräuchte ein paar mehr Bomben, aber da wir keine gefunden haben, gehen wir in die nächste Ebene und das mit. Ich konnte gerade nicht mehr nachgucken, schade. Ja, er wird angekackt.
Weißt du, 4 Minuten King, 15. Muss man auch den Boss der Kathedrale besiegen. Dein Ernst? Hab ich gar keine Lust zu. Das ist so recht hart, ey. Ha, oh, ja, eine Bombe. Klar, jetzt kriege ich Bomben ohne Ende, Alter. Ich werde jetzt kriege aber keinen einzigen blauen Stein mehr. Also beim Boss Rush wäre ich noch ziemlich verloren, weil ich einfach noch keinen Damage ab habe. Okay. Schlüssel, nice. Ich bräuchte langsam wirklich mal richtig gutes Damage ab. Dritte Ebene schon. Bob's Brain, danke. Hab's mitgenommen. Alter, fuck, das mit Bob's Brain zu schaffen, ist fast unmöglich. Alter, ist Bob's Brain scheiße. Ich verstehe nicht, wieso man Heiligabend in die Disco gehen muss, Alter. Das ist einfach so. Nein. Geht denn heute Abend in die Disco? Ein paar Leute aus meinem Freundeskreis sehe ich gerade auf Facebook. Also ha! Geil! Heiligabend niemals, Alter. Nicht für. Das ist einfach so. Nicht nein. Für Kuchen. Würde meine Oma sagen. Und dann würde ich sagen, ja Oma, dafür kriegst du auch keinen Kuchen. Der Goldschlüssel für 15. Habe aber keine 15 Münzen, also hole ich mir erstmal ein Seelenherz. Also ist mal ganz ehrlich, der Boss Rush so wird nicht machbar. Weil ich einfach gerade Bob's Brain mitgenommen habe. Und Bob's Brain ist richtig scheiße mit Azazel. Und außerdem... ist das richtig abgefuckt. Weil ich noch kein einziges Damage ab hatte. Ah, ich hab den. Ich mach grad eine richtig beschissene Challenge. Okay. Beans. Welche ist das? Komm wieder mal nicht schießen. Du hast Pyro, Bud Bombs, und dass du furzt. Pyro, Bud Bombs und dass du furzt. Ja. Wow. Dass du furzt als Item, oder? Beide, also wenn du getroffen hast und dass du furzt hast. Oh, Megamor ist mies. Und du hast natürlich keine Tränen. Wenn man immer in diesen ganzen Challenges keine Tränen hat, ist richtig abgefuckt. Ja. Das Schlimmste ist die Guppy-Challenge. Mit den Guppies herbern musst du und das Leute töten. Das ist einfach so No-Go einfach. Oh, fuck. You unlock the Catacombs. Okay, jeden Gegner gekillt. The Belt. Und ein Devil Deal. Nee, Catacombs schätze, glaube ich, frei, wenn du ganz oft spielst. Das umgedrehte Kreuz, was ist das? Fliegen. Mehr nicht? Spektraltränen, ne? Nein, das ist Scary. Scary sieht anders aus. Okay, also, brauche ich das, absolut also, nicht. Ich habe schon 2 Devil Deals ausgeschlagen, Alter. Du kriegst einfach keinen Angel Room. Ich warte jetzt eigentlich auch nicht so auf den Angel Room, aber ich hätte schon ganz gerne einen. Vielleicht kriegst du einen Holy Shield. Ja, das ist richtig am Arsch. Nice, Alter. Kriegst du sowieso nicht. Nee. Du erst recht nicht. Nee, ich erst recht nicht. Oh, Katakomben. Wie war das? Haben wir den nicht gerade erst freigeschalten? Ja. Diese Furz-Items sind einfach sowas von zum Kotzen. Das glaube ich dir. Und ich lädt so langsam auf, wenn man es wenigstens halbwegs normal benutzen könnte, dann wäre die Challenge ja ganz okay, aber... ich hab keinen Bock, jetzt jeden kleinen Scheißgegner mit einer Bombe wegzusprengen. Wie viele Bomben hast du? 99. Ach ja, Pyro. Na, ich muss ja irgendwie noch bis zum Marm kommen. Ja, ja, schon klar. Was hast du noch, was dir hilft? Nichts. Das heißt, wie also sollst du die umbringen, theoretisch? Ja, entweder mit der Furzbohne da oder halt mit den Bomben, weil die Badbomben machen ja einmal komplett im Raum Schaden. Oder Stun zumindest. X-Ray Vision, nice. Alle Geheimräume kostenlos. Ja, Speeddown. Aua, Bob's Brain hat mir Schaden gemacht. Gut, dass ich mir eine Bombe aufgehoben habe. Da ist nämlich ein blauer Stein.
Und durch X-Ray Vision brauche ich die Scheiße jetzt eh nicht mehr. Man kann Bob's Brain aber ganz gut austricksen. Ja? Ja, zumindest mit Azazel. Und wie? Indem man ihn einfach aufgeladen hält. Dann fliegt er nicht nochmal. Nicht? Nein? Ein Raum voller roter Herzen. Ich brauche den Teufelsberger. Also den Dark Bum. Und außerdem prallt Bob's Brain an Pilzen ab. Und an Steinen und sowas. Ich glaube, ich hole mir das Fliegen-Item. Welches? Das. Demon Wings. Demon Wings? Mhm. Welches ist das? Das umgedrehte Kreuz. Das, was ich gerade auch hatte, okay. Weil Fliegen ist eigentlich schon ganz geil. Katakomben 2 und der Gegner ist. The Hollow. Katakomben 1, Curse of the Unknown, das weiß ich nicht, wie viel Leben ich hab, ne? Yep, der Magic 8 Ball. Macht Shot Speed up, das ist natürlich nice. Und droppt eine Two of Spades Karte. Was mir gerade gar nichts bringt, weil ich keine Anzüge habe. Spades ist Schlüssel. Das heißt, mit der Karte würde ich einfach zwei Schlüssel kriegen. Also es wird es mir schon ziemlich bringen, aber halt nicht so nice. Balls of Steel gekriegt, das hat mir richtig was gebracht. Oh nee, ich hab keine Schlüssel. Außer High Priest ist das gut, da kann ich einen Buffon hätten. Mit Glück. Gabi's Paw, super, bringt mir gar nichts. Hatte ich gerade keinen Devil Deal? Weiß ich nicht. Das wäre ja sehr seltsam. Ich habe übrigens mega Fatty gerade als Bossgegner. Meine Nase juckt. Megamor, fick dich doch. Megamor ist doch geil. Absolut, vor allem wenn man zweimal Schaden kriegt in dem Raum. Das hat meine Balls of Steel Pille unnötig gemacht und ich habe keinen Schlüssel mehr. Was heißt, ich krieg auch den Scheiß. Ja, jetzt muss ich noch kurz mit X-Ray Vision den Scheiß suchen. Eine Bombe wenigstens. Und. Soll ich mir eine Blue Map holen oder die Broken Watch? Ich glaube, ich würde die Blue Map mitnehmen. Nee, scheiße. Nee, die Broken Watch. Die ist geiler. Ja. Rosary Bone, 5 up, hab kein anderes Trinket, dann nehme ich es aber mal mit. Herzen werden übrigens nicht vom Magneten angezogen, solange man kein. Kein Arsch hat. Kein Leben braucht. Komm schon, der Dollar wäre super. Eine Münze, Trollbombe und der Automat ist im Arsch. Und ich habe Schlüssel gekriegt, nice. Das heißt für mich, da ich kein Geld habe, werde ich den Schlüssel sparen. Für die nächste Ebene. Und es ist übrigens immer der 24., falls wir das noch nicht gesagt haben. Das heißt, ich nehme immer noch vor euch am 24. auf. Weil das hast du nichts zu tun. Nächste Ebene. Ja, ich hätte schon ziemlich viel zu tun. Wie spät ist es jetzt eigentlich? Ich muss bald zur Omi-Omi. 15.40 Uhr. Ich muss eigentlich jetzt zu Omi-Omi. Aber egal. Also, oh ja, ein Goldschlüssel für die Ebene, super. Fuck, Bob's Brain. Alter, hab ich mich erschrocken dabei. Alter! Piep kotzt mich gerade so an, er springt jedes Mal hoch, wenn ich meine verfickte Bombe lege. Kannst du nicht vorstellen, wie ich mich gerade erschrocken habe bei Bob's Brain. Das Yamhart bringt mir überhaupt nichts. Danke. Boah, wie ich nur den größten Abfuck krieg, ne? Alter, wie ich echt nur den größten Abfuck kriege. Drei Schlüssel übrigens schon. Und es kostet mich ja gerade alles keine Schlüssel. Deshalb ist es gerade richtig super.
Dann gehen wir hier mal in den Super Secret Room, in dem ein Seelenherz ist. Und hier müsste der Bossgegner sein, ja. Von Depth 1, den machen wir auch gleich mal. The Fallen. Okay, The Fallen ist der gleiche Gegner wie letztes Mal auch. Also The Fallen hat sich nicht verändert, logischerweise. Ein Eternal Heart, endlich mal. Guppy's Head, das heißt, ich habe schon zwei Guppy-Items gekriegt. Aber ich nehme weiterhin Guppy's Paw mit, weil sich das für mich mehr lohnt. Und dann gucken wir uns nochmal die Ebene zu Ende an. Wir sind jetzt bei 14 Minuten, wir haben schon Depth 1. Das heißt aber, da ich den Monster Rush nicht schaffen will... Monster Rush? Ach ja, so. Hier den Boss Rush. So, habe ich das auch fertig gerendert. Hat ja eine Stunde 40 gedauert. The Hanged Man, danke. Was hast du fertig gerendert? The Walking Dead. Ich habe übrigens überlegt, ob ich ein Weihnachtsspecial mache, aber dann dachte ich mir, keine Lust. Außerdem wusste ich nicht was. Ich habe nur 1,8 GB groß das Video. Wieso? Ist eine Stunde lang. Super Greed, danke. Oh, Gott sei Dank. Bob's Brain hat das geregelt, ey. Ich habe übrigens nur noch 4 Herzen. Plus mein Eternal Heart. Fuck, danke Bob's Brain. Ich hatte damit gerechnet, dass du schneller fliegst. Aber das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Das waren nämlich für mich gerade mal 2 Herzen mehr. Gott sei Dank nur die normalen Scheißviecher. Und Raum geschafft. Und eine Kiste gekriegt mit ein paar Bomben und ein bisschen Geld. Nice, nice. Für den Scheiß. Ich sag nice, nice. Für den Scheiß. Es ist ein bisschen nervig, diese Turrets zu besiegen, wenn man nur Bomben legen kann. Ja, vor allem, weil die auf Bomben nicht reagieren. Small Rock. Muss man das entweder kurz gut timen oder? Nee, Lucky Rock. Kann. Lucky Rock, okay. Das heißt, ich sollte eventuell mehr Steine sprengen. Was, die können auf Steine springen? Die Bastarde. Lucky Rock gibt einem Cash. Was war in dem Raum drin für 15? Ich glaube, Moms Coin Purse. Bin mir aber nicht sicher. Nee, hier der normale Pillenscheiß. Doch, Moms Bottle of Pills. Danke, Range Down. Ach, warte mal, dann kaufe ich mir hier nochmal für 5 den Scheiß. Benutze die nochmal. Pretty Fly. Danke. Und dann gehen wir mal mit 3,5 bzw. 4,5 Herzen weiter in die nächste Ebene und hoffen auf unser Glück. Und wir hoffen auf unser Glück. Und wie wir auf unser Glück hoffen. Nice, schon mal gleich den Geheimraum gefunden. Super Greed im Geheimraum. Greed im Shop, nice. Diesmal mal ein Herzen. Hab nur einmal Schaden gekriegt bei Super Greed. Oh mein Gott. Willst du mich echt verarschen? Wieso? Ich hab genau berechnet, wo ich hinlaufe. Ja. Spiel. Hab jetzt übrigens 35 Münzen. Das manchmal kotzt mich Isaac richtig an. Aua. War eine Pretty Fly. Oh yes. Super, ein bisschen Geld gespendet, dann ging der Automat schon nicht mehr. Super mega fatty. The Hero Fund, richtig gut. Und Tour of Spades habe ich immer noch, den werde ich wahrscheinlich auch gleich einsetzen, habe ich 10 Schlüssel. Was das auch mal war. Warum das auch immer gerade... Ah, super. 12 Schlüssel sogar.
Mega Fatty ist übrigens Giftimmun. Okay, das wusste ich noch nicht. Und der zieht keine Bomben mit seinem Einziehen an. Das wusste ich zum Beispiel. Aber alle anderen gelegten Atemziel, also nicht gelegten, also alle, die auf dem Boden liegen. Mein Gott, ey, will er mich verarschen? Was, wenn er so schnell springt? Ich frag mich erst, wie man das schaffen soll. Ich habe jetzt nur 30 Bomben und ich habe zwei Ebenen vor mir. Ja, du hast doch schon ziemlich viele geschafft. Zumindest nur einen heben, ne? Aber dafür eine XL. Lemon. Ernsthaft, die Lemon. Also ich musste gerade mal mein Herz nehmen. Ich war schon wieder ziemlich down. Habe jetzt aber mal die Lemon mitgenommen. Boah, fuck, Verfolgungstränen, damit hatte ich gar nicht gerechnet. Oh ja. Super Secret Room, schwarzes Herz. Dann gehen wir nochmal in den Shop. Im Shop ist dieses Mal Mams Coin Purse. Sind hier wie jede Runde drin? Speeddown, Hematiz, Lemon Party und Rangedown. Super, danke. Haben mir überhaupt nichts gebracht. Hab versehentlich noch eine Bombe mitgenommen. Ja, aber Lemon Party habe ich gleich verwendet, weil ich nicht wusste, was es ist. Achso. Kennst du? Nee, ich nicht. Gegner. Oh super, die Maske, ich bin tot. Ernsthaft? Ich bin nicht tot, aber kann ich vergessen den Run. Also wie soll ich die Maske bitte mit Bomben schaffen? Wir sind jetzt in Necropolis 2 und wir haben noch, schaffen wir nicht Boss Rush. Scheiße ich auch ganz ehrlich gesagt drauf, weil ich den würde ich eh nicht schaffen in der Stärke jetzt, wo ich bin. Hast du einen Damage abbekommen? Keins. Keins. Ich bin immer noch bei 3 Damage. Und das mit Atze zählen. Obwohl, ne, die Maske ist eigentlich richtig leicht. Mit, Dings hier mit. Alter, gehen mir die beiden auf den Sack, ey. Alter, jetzt habe ich aber YOLO gemacht, also bin ich auf die Eier gegangen. Boah, ne, bin ich fast gestorben. An den Fickern. Gut, dann gucken wir nochmal oben in den Damage-Raum. Ja, das Füße super. Ist auch eine Explosion. Engelsraum mit der Habit gekriegt. Mams Füße sind auch Explosionen. Ja. Was du für einen Lack hast, Alter. Warum für ein Lack? Ich hab kein Ding, kein. Ich hab Pyromatic meint, ich hab nur Pyro. Ach ja, stimmt ja. Ich bin gerade gegen den Fuß gelaufen. Ich glaub, ich bin tot. Das ist einfach so ein Kotzen, Dreckspiel, gelöscht von Festplatte. falls ihr es noch nicht wusstet, Freddy raged sehr schnell. Vor allem bei allem. Weiß. Und gestern bei Minecraft. Ja, Minecraft ist aber so ein Kotzen. Hat aber auch richtig Spaß gemacht, Alter. Vor allem also, die Runde, als du gewonnen hast. War das vorgestern schon? Ja. Ja, Dat Lemon Party, Alter. Dat Lemon. Effekt gleich nix, Alter. Alter, wie meine Scheiße überhaupt keinen Schaden macht, Alter. So richtig abkotzen. Ja, super, nochmal Selbstschaden gemacht. Weil die Nutte da war. Alter, diese Lemon macht immer nur so einen winzigen Radius, ne? Das ist richtig zum Kotzen. Ja, ich weiß. Warum ist denn die so behindert? Weiß ich nicht. So, sie ist tot und ich komme zum Himmel mit einem Herz. Ich komme zum Himmel mit... Ach nee, gar nicht wahr. Ich bin ja erst beim Mom, nicht beim Moms Hart. Okay, ich würde sagen, das war's dann mit dem Part, weil ich habe nur noch ein Leben und das wird... sehr seltsam.
Oh, mit einem Herz in the Womb. Ich halte genau einen Treffer aus. Nice. Nice, nice, scheiß. Wieso habe ich gar nicht Spore liegen lassen? Weil du nicht wolltest. Ich habe jetzt das Ankh und das Broken Ankh. Ja. Du hast das Broken Ankh schon? Ja, habe ich gerade gekriegt. Also ich habe gerade aufgesammelt. Und ich habe überlebt. Und zwar mit dem normalen Ankh. Und habe dadurch jetzt drei Herzen und bin Blue Baby. Und habe kein Laser mehr. Danke. Du hast Satan mit Lazarus besiegt? Ja. Was? Hab ich doch eben sogar gesagt. Nein, hast du nicht. Klar. Wann? Als ich dir vorgelesen habe, was Lazarus macht. Nein, jetzt nicht. Du hast mir nicht vorgelesen, was Lazarus macht. Nein, was ich bei Lazarus habe. Denkst du, ich höre dir dazu? Ich hoffe eigentlich. Nee. Das Spiel macht mir jetzt genau keinen Spaß mehr, weil ich kann nicht mehr fliegen. Du hast bei Judas hast du Satan geschafft. Bei Lazarus auch. Ja, aber ich habe nur bei Judas gefragt. Bin tot. Ich hoffe, der Part hat euch gefallen und schaut doch beim nächsten Mal rein. Der war nicht so gut. Schade. Tschüss. Tschüss.